So, hallo und herzlich willkommen zu endlich mal wieder einer Live-Zentralübung im Kurs Einführung in die objektorientierte Programmierung. Wie immer heiße ich Sie ganz, ganz herzlich willkommen und wenn Sie Lust haben, dann schreiben Sie doch einfach auch kurz ein Hallo in den Chat. Dann wissen wir oder weiß ich, dass Sie da sind und Sie wissen auch, dass Sie nicht ganz alleine sind, sondern dass noch ein paar andere Leute dabei sind und zuhören und mitmachen. Ich hoffe, Sie können mich hören und sehen und die Technik klappt soweit. Ich nehme es mal an, weil Sie ja schon fleißig in den Chat was reinschreiben. Und während Sie vielleicht noch alle Hallo sagen, sage ich mal ganz kurz, was wir heute vorhaben. Wir klären am Anfang wieder ein paar kleine organisatorische Sachen. Eigentlich weise ich Sie nur noch mal ein bisschen auf die Prüfung und die jetzt anstehende Vorbereitung auf die Klausur hin. Dann würde ich gerne ganz kurz nochmal dieses Thema Heap und Stack aus der Vorlesung aufgreifen. Das eignet sich ja nicht so wirklich für eine praktische Aufgabe, weil das eher indirekt was mit dem zu tun hat, wie unsere Programme tatsächlich verwendet bzw. funktionieren. Und deshalb möchte ich Ihnen ganz kurz nochmal, nur nochmal diesen Visualizer, den ich in der Vorlesung ganz am Ende angesprochen habe, zeigen. Also dieses Programm, mit dem Sie dann bei einer beliebigen Java-Anwendung selber mal so ein bisschen in die Nutzung von Heap und Stack reinschauen können. Und wenn wir das gemacht haben, würde ich gerne auch schon mal vielleicht in Vorbereitung auf so das nahende Semesterende, zwei, drei von diesen Shorts-Aufgaben mit Ihnen gemeinsam machen. Weil nochmal wirklich was Inhaltliches Neues kann ich Ihnen jetzt nicht zeigen. Wir haben heute keine neue Datenstruktur, keine neuen Sprachelemente kennengelernt, sondern uns ja tatsächlich mit Heap und Stack beschäftigt. Und deshalb nutzen wir die Zeit in dieser Übung, um nochmal so ein bisschen oder um jetzt zu starten in die wahrscheinlich sehr sinnvolle Wiederholung. Und werden uns deshalb ein paar von diesen Shorts-Aufgaben, speziell die, bei denen es um die eventbasierte Programmierung angeht, gemeinsam anschauen. Okay, ist das von heute klausurrelevant? Meinen Sie die Vorlesung, Heap und Stack? Also es kann schon sein, dass vielleicht so eine Frage kommt, was wird in Java auf dem Heap gespeichert und was wird auf dem Stack gespeichert? Das ist so eine klassische Klausurfrage. Oder dass Sie vielleicht in zwei, drei Sätzen beschreiben sollten, was ein Stack Overflow Fehler tatsächlich ist. Also dieses Zusammenlaufen von diesen beiden Bereichen. Ich werde Sie wahrscheinlich nicht fragen, was irgendwie in Java die Standardwortlänge ist oder wie viele Bits irgendwie ein Char in Java auf dem Speicher tatsächlich verbraucht. Also sowas nicht, aber so ganz allgemeine Fragen zu den Inhalten, was ist der Heap, was ist der Stack und was sind so häufige Probleme in dem Kontext, das könnte schon vorkommen. Das ist natürlich auch eine wunderbare Überleitung, die Sie mir da gegeben haben. Ich würde Sie nämlich gerne schon mal auf eine kleine Sache hinweisen, die Sie in Vorbereitung dieser Klausur mal machen können. Wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass es so Probeklausuren gibt. Und da gibt es jetzt drei Dinge, die Sie machen können. Das eine ist, Sie können sich mit den Klausuren aus den vorherigen Semestern beschäftigen. Die finden Sie auf der Seite von der Fachschaft. Ich glaube, da haben wir auch schon mal den Link gepostet. Können wir aber gerne auch nochmal machen. Der steht aber auch schon im Discord. Das sind alles Klausuren, die haben noch vor ein paar Semestern stattgefunden, als so eine Klausur, Sie werden es kaum glauben, irgendwie in einem Hörsaal geschrieben worden ist mit ganz, ganz vielen Leuten auf Papier. Das ist aus vielen Gründen nicht so cool, vor allem weil Programmieren auf dem Papier nicht so toll ist. Letztes Semester gab es eine E-Prüfung und auch dieses Semester wird es wieder eine E-Prüfung geben. Das ist der zweite Teil, den Sie sich anschauen können. Sie können nämlich, wenn Sie Student oder Studentin an der Uni Regensburg, sind, in das E-Prüfungssystem mal reinschauen. Das ist einfach e-prüfung.uni-regensburg.de. Ich kann das gerne auch mal posten. Da können Sie sich einloggen mit Ihrem NDS-Account und wenn Sie dann mal unter Magazin und hier unten öffentlicher Klausurbereich schauen, dann finden Sie
Wenn Sie mal ein bisschen suchen, ich schaue mal, Programmierung, genau, finden Sie diese Probeklausur hier. Das ist die Probeklausur aus dem letzten Semester. Die können Sie auch mal ausprobieren, um, ja, ich kann es jetzt nicht ausprobieren, weil ich in einer anderen Ansicht sind, aber wenn Sie, ups, jetzt sehe ich gleich, dass ich einen Fehler gemacht habe, den korrigiere ich gleich für Sie, damit Sie das auch ausprobieren können. Sowas. Gut, dass wir gemeinsam drauf geschaut haben. So, genau. Da können Sie nämlich schon mal ausprobieren, wie dieses System funktioniert, dieses E-Prüfungssystem, was wir dann auch für unsere Klausur verwenden können. Ganz kleiner Hinweis nur, die Klausur, die wir schreiben werden, wird sich wahrscheinlich in der Struktur ein bisschen unterscheiden, vielleicht ein paar mehr Multiple-Choice-Fragen. Da kriegen Sie dann im Lauf dieser Woche wahrscheinlich noch mal eine andere Probeklausur, die inhaltlich zum Probieren ist. Aber ich glaube, es schadet nicht, ganz, ganz viele Dinge zum Ausprobieren zu haben. Und wenn Sie jetzt schon mal sich anschauen möchten, wie dieses E-Prüfungssystem dann funktioniert am 22. Februar oder wann wir die Klausur schreiben, dann probieren Sie das mal mit dieser Klausur hier aus. Also schreiben Sie sich diesen Link auf, den ich gerade gepostet habe. Navigieren Sie dann dahin. Ich glaube, wenn ich diesen Link hier bei Ihnen jetzt kopieren würde, wird das nicht funktionieren. Können Sie ja mal ausprobieren, ob man direkt auf die Klausur kommt mit diesem Link und das dann gerne in Discord oder hier im Chat posten. Ist aber alles nicht so wichtig. Sie finden da schon hin. Das ist gar nicht so schwierig. Magazin, öffentlicher Klausurbereich und dann einfach mal nach objektorientierter Programmierung suchen. Und dann spielen Sie die Klausur einfach mal durch. Denken daran, dass es vor allem um dieses bekannt machen mit diesem Prüfungssystem geht. Inhaltlich ist das schon sehr nah an der Klausur, die wir schreiben werden. Sie können ja mal hier reinschauen. Bei welchem der folgenden Begriffe handelt es sich nicht um eine aus dem Kurs bekannten Datenstrukturen? So eine Art von Fragen werden unter anderem in der Klausur auch aufkommen. Also vielleicht schauen Sie mal gleich hin. Sehen Sie schon, was hier die richtige Antwort wäre? Also welche dieser Begriffe würden Sie jetzt auf der Basis dessen, was Sie so im Kurs bei uns gehört haben, nicht unbedingt mit einer Datenstruktur verbinden? Schreiben Sie mal in den Chat was rein. Das erste und das dritte. Data Chain und Array Holder, ja, würde ich auch sagen. Also das klingt irgendwie nicht nach was, was wir schon kennen, beziehungsweise im Umkehrschluss ArrayList und HashMap, das sind ja diese beiden komplexeren Datenstrukturen, die wir zuletzt kennengelernt haben. Und so eine Art von Fragen wird es dann geben. Es wird vielleicht auch noch ein paar Fragen geben, wo Sie zum Beispiel mal beschreiben müssen, wie eine Methode aufgebaut ist. Und das können Sie sich alles in Ruhe anschauen. Es ist noch ganz viel Zeit bis zur Klausur. Fangen Sie trotzdem schon mal an, sich ein bisschen darauf vorzubereiten. Sie haben ganz viele Materialien und dann sollte das auch tatsächlich kein so großes Problem sein. Dann noch ein ganz wichtiger Hinweis. Damit Sie diese Klausur mitschreiben können, müssen Sie natürlich angemeldet sein. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie das genau in dem Zeitraum, in dem das möglich ist, auch tun. Also je nachdem, was Sie so studieren, kann das vielleicht ein bisschen unterschiedlich sein, aber für wahrscheinlich 99% von Ihnen wird es so sein, dass Sie sich in der ersten Februarwoche für diese Klausur anmelden können. Und die voraussetzende Bedingung dafür, dass Sie das in FlexNow sehen, ist, dass Sie die Studienleistung bestanden haben. Das heißt, dass wir jetzt so zeitnah wie möglich diese bestandenen Studienleistungen in FlexNow eintragen werden. Wir werden dafür sorgen, dass wenn Sie an der Studienleistung teilgenommen haben und die bestanden haben, also zwei von dreien, dass Sie dann schon bevor dieser Anmeldezeitraum für die Klausur in FlexNow überhaupt offen ist, das Ergebnis haben. Dann wissen Sie schon mal, Sie haben bestanden und dann können Sie in dieser ersten Februarwoche, es mag mich irgendjemand korrigieren, wenn das falsch ist, aber ich glaube schon, in der ersten Februarwoche können Sie sich dann für diese Klausur anmelden. Wie Sie sich für die Klausur anmelden, wissen Sie, oder? Schreiben Sie mal kurz ja, nein in den Chat rein. FlexNow und sowas hat Ihnen bestimmt schon mal irgendjemand erzählt. Und das haben Sie ja für die Studienleistung eh schon gemacht. Also eigentlich Blödsinn, das jetzt nochmal zu fragen. Das funktioniert genauso wie für die Studienleistung, nur eben für einen anderen Kurs.
ganz, ganz wichtig, machen Sie das rechtzeitig, wir können Sie nicht nachmelden. Und ich glaube, das, was ich jetzt gesagt habe, das werden Sie jetzt in jeder Übung hören, das werde ich in der Vorlesung, in den nächsten beiden Sitzungen ständig erzählen. Jürgen wird es wahrscheinlich noch ein paar Mal schreiben im Discord-Kurs, weil das ganz, ganz wichtig ist. Sie müssen sich richtig für diese Klausur anmelden. Wenn Sie das nicht machen, dann wird das darauf hinauslaufen, dass Sie diese Klausur nicht mitschreiben können. Das ist für alle Beteiligten ziemlich blöd, weil Sie wollen den Kurs ja in diesem Semester beenden. Also ganz, ganz wichtig, unbedingt anmelden. Falls es irgendwie Probleme gibt bei der Anmeldung, sofort bei den zuständigen Stellen melden. Meistens sind wir auch gar nicht die Ansprechpartner dafür, sondern eher die Leute, die sich um FlexNow kümmern. Aber tun Sie das. Also vielleicht irgendjemand, der es im Kopf hat, kann jetzt nochmal den Tag, an dem man das erste Mal sich für die Klausur anmelden kann. Ich habe irgendwie den 3. Februar oder so im Kopf, ich weiß es aber nicht genau, posten in den Chat und dann schreiben Sie sich das in den Kalender und Sie melden sich genau an dem Tag direkt für die Klausur an. Und wenn es irgendwelche Probleme dabei gibt, melden Sie sich auch an dem Tag genau bei den zuständigen Leuten. Nicht aufschieben, nicht vergessen, wenn Sie sich zu spät, also wenn Sie sich nicht anmelden, weil Sie diese Frist überstreiten, werden Sie wahrscheinlich nicht an der Klausur teilnehmen können. Das wäre sehr, sehr schade. Und Klammer auf, das ist auch keine Gängelung oder so, sondern Jürgen und ich können sie auch gar nicht dann irgendwie zulassen. Also das steht außerhalb von unserer Macht, da irgendwas in FlexNow zu tun. Sie müssen sich dann rechtzeitig anmelden. Okay. Sonst noch irgendwelche wichtigen Dinge, die wir zur Klausur jetzt schon mal klären können? Oder sollten? Können Sie gerne fragen. Ich kann Ihnen eine Sache noch sagen. Ich habe ja am Anfang vom Semester, und Sie finden diese ganzen Informationen zu den Klausuren ja auch im GRIPS-Kurs schon lange in diesem PDF, was da verlinkt ist. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass wir auf jeden Fall eine E-Prüfung machen, das heißt in diesem elektronischen System, und dass das dann wahrscheinlich sowohl vor Ort gemacht werden kann als auch online. Ich würde mir jetzt diese Woche noch nehmen, um ein bisschen im Auge zu behalten, wie so die Zahlen sind und was die Empfehlungen von der Uni sind, und Ihnen dann am Ende dieser Woche final mitteilen, was genau der Modus ist. Also ob Sie an den Campus können oder kommen können oder müssen oder ob Sie die Klausur auch von zu Hause schreiben sollen, können. Das kriegen Sie dann auch im Laufe dieser Woche mitgeteilt. Das ist jetzt, glaube ich, so alles, was ich Ihnen dazu sagen kann. Heißt aber für Sie auch nicht so viel. Wir haben ja schon gesagt, es ist Open Book. Das ist das gleiche System, unabhängig davon, ob Sie das an der Uni oder von zu Hause nutzen. Wir sind uns der Konsequenzen bewusst. Also Sie können sich schon mal darauf einstellen, dass wir einen Pool an Hunderten von Fragen haben und keiner von Ihnen wird genau die gleiche Klausur wie jemand anders haben, falls Sie darauf spekulieren. Aber nochmal der finale Entscheid dann, wie das genau an dem Klausurtag ablaufen wird, kommt dann im Laufe der Woche und da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen drüber dann nachdenken in den nächsten Tagen. Okay, gibt es von Ihrer Seite noch Fragen, die Ihnen jetzt bezüglich Organisation und sowas aufgefallen sind? Falls nicht und falls wir inhaltlich ein bisschen weitermachen sollen, schreiben Sie einfach Nein in den Chat und falls Sie noch irgendwas fragen wollen, schreiben Sie die Frage in den Chat. Oder sagen Sie kurz Bescheid, dass Sie gerade noch die Frage formulieren. Ich gebe Ihnen jetzt nochmal 10 Sekunden oder so. Dann schreiben Sie mir mal in den Chat Rückmeldungen, weitermachen oder ob Sie noch eine Frage oder sowas haben. Also ich glaube, da passiert jetzt nicht mehr so viel bei Ihnen. Dann würde ich einfach mal sagen, machen wir weiter. Und ich würde gerne als erstes Ihnen nochmal ganz kurz ein kleines Tool zeigen, mit dem Sie sich ein bisschen stärker, als wir das heute in der Vorlesung gemacht haben, diese ganze Speichergeschichte, wir haben ja über den Heap und den Stack geredet, auch in einer richtigen Anwendung noch mal ein bisschen anschauen können. Also wenn Sie sich zurückerinnern, was haben wir heute in der Vorlesung gemacht? Ich habe Ihnen einleitend was dazu gesagt, was
im Kontext von Computern und Anwendungen so für verschiedene Speicherarten vielleicht eine Rolle spielen. Wir haben uns dann auf diesen Arbeitsspeicher eingeschossen, der vom Betriebssystem verwaltet wird, der Laufzeitumgebung zur Verfügung gestellt wird und in der dann die ganzen Variabelwerte ihrer Anwendung zur Laufzeit gespeichert werden. Und wir haben uns ein bisschen angeschaut, wie jetzt ganz konkret die Laufzeitumgebung in Java diesen Speicherbereich, der ihr zugewiesen wird, für ein bestimmtes Programm verwaltet. Wenn Sie sich erinnern, wir haben gesehen, dass es so drei Bereiche gibt in diesem zugewiesenen Speicher. Dieses Static Memory, in dem die statischen Variablen, Konstanten gespeichert werden. Wir haben dann den restlichen Bereich, ausgehend von ganz oben für den Heap und ganz unten den Stack, auf dem Heap die dynamischen Variablen, Objekte mit den entsprechenden Instanzvariablen, auf dem Stack immer das, was für so eine Methode gerade wichtig ist, also Parameter und lokale Variablen. Und wir haben gesehen, dass Heap und Stack in jeweils eine unterschiedliche Richtung wachsen und dass, wenn diese beiden Bereiche sich überschneiden, also wenn sie aus dem Stack, weil sie zum Beispiel rekursiv ganz häufig eine Methode aufrufen, in diesen Heap übergehen, dann dieser berühmte Stack-Overflow-Fehler ausgelöst wird und ihr Programm abstürzt. Das haben wir uns schon mal an so einem kleinen Mini-Beispiel auf den Folien angeschaut. Wenn Sie sich erinnern, da haben wir das so ein bisschen durchgespielt. Was passiert denn, wenn eine Methode aufgerufen wird auf dem Stack? Was wird dann auf dem Heap gespeichert? Und jetzt zeige ich Ihnen mal ganz kurz, wie Sie das auch in einer realen Anwendung sich ein bisschen anschauen können oder zumindest so ein Gefühl dafür bekommen können, dass da tatsächlich auch was speichermäßig in Ihrer Anwendung passiert. Ich habe dazu diese Circle Painter Anwendungen, die wir uns zuletzt nicht angeschaut haben in der Zentralübung, nochmal ausgepackt. Ich führe die mal ganz kurz aus. Sie erinnern sich, ich klicke irgendwo mit der Maus rein und dann wird ein Kreis erstellt, der sich langsam aus dem Bildschirm rausbewegt. Ich habe diese Anwendung ein ganz kleines bisschen verändert. Es werden nämlich sofort 50 Kreise erstellt. Was passiert da? Diese Kreise bewegen sich dann aus dem Bildschirm raus. Während die Kreise dargestellt werden, sind die in dieser Array-Liste gespeichert. Und sobald die Kreise den Bildschirm verlassen haben, also nicht mehr sichtbar sind, melden die das an die Graphics-App. Die Graphics-App merkt sich alle Kreise, die sie nicht mehr braucht. Und am Ende von jedem Draw-Loop werden diese Kreise, die den Bildschirm verlassen haben, aus dieser Array-Liste rausgeschmissen und dann im Draw-Loop nicht mehr weiter behandelt. Und warum habe ich jetzt diese Anwendung umgebaut, sodass da so gleich 50 Kreise erscheinen? Weil ich ein bisschen Material auf dem Heap erzeugen möchte. Wenn Sie sich an die Vorlesung heute erinnern, jedes Mal, wenn wir so ein Kreisobjekt erstellen, wird ja auf dem Heap dann entsprechend dieser Speicherplatz dafür in Anspruch genommen, um die ganzen Instanzvariablen und so weiter zu speichern. Und das möchte ich mir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Und ein Tool, was Sie dafür benutzen können, ist dieses Tool, was ich jetzt einfach mal starte und Ihnen zeige. Dieses Visual VM, das ist ein Tool von Oracle, dieser Firma, die Java eigentlich standardisiert, auch wenn wir ja immer das Open JDK verwenden. Und dieses Tool hier, das gibt Ihnen so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen von Ihrem Programm. Wie funktioniert das? Sie können das runterladen und dann auf Ihrem Rechner installieren. Sie können, wenn Sie unbedingt möchten, das auch mit IntelliJ so verbinden, wie ich das getan habe. Da gibt es ein Plugin zu. Ich möchte Ihnen das jetzt einfach nur mal kurz zeigen und falls dann ein paar Leute sagen, das interessiert Sie voll und Sie wollen das selber mal ausprobieren, poste ich Ihnen dann noch morgen ein bisschen was in unseren Discord, wie Sie sich das einrichten. Aber jetzt zeige ich Ihnen einfach mal, wie das vom Prinzip her funktioniert. Ich habe hier meine Anwendung, die läuft jetzt. Also die Laufzeitumgebung führt diese Circle Painter Deluxe Anwendung aus. Und wenn ich dann in dieses Visual VM reinschaue, dann sehe ich hier alle Anwendungen, die gerade von der Java-Laufzeitumgebung auf meinem Rechner ausgeführt werden oder von irgendeiner Laufzeitumgebung. Ich kann auch mehrere installiert haben. Und da finde ich dann diese Anwendung, kann die öffnen und dann sehe ich ganz, ganz viele Informationen über diese Anwendung. Eine Sache, die ich zum Beispiel sehe, ist das hier, nämlich so eine
eine Art Dashboard, mit der man sich zum Beispiel anschauen kann, wie viel Heap ist aktuell, also wie viel Platz ist aktuell auf dem Heap für diese Anwendung reserviert. Das sind irgendwie so 500 Megabyte und wie viel Platz davon ist gerade auf dem Heap auch schon verwendet. Also dieses Orangene ist der gesamte Heap, dieser gesamte Bereich im Speicher, der der Anwendung zur Verfügung steht, sind irgendwie so 500 Megabyte. Dann dieses Blaue, das ist der Platz, den wir aktuell in unserer Anwendung für Objekte verwenden. Und wenn ich jetzt mal hier ein paar Objekte erstelle, dann sehen Sie so ganz leicht, so viel Platz braucht man nicht auf dem Heap für so ein Objekt. Sie sehen erstmal, dass die Graphics-App nicht unbedingt für sowas ausgelegt ist. Also wenn wir hier zu viele Objekte haben, dann gerät die so ein bisschen in Schwitzen. Liegt auch daran, dass ich mir nicht so viel Mühe gemacht habe beim Programmieren. Aber Sie sehen hier, dieser Heap, der steigt jetzt an. Wir haben Objekte darauf abgelegt und das führt dazu, dass ein bisschen mehr Platz auf dem Heap benötigt wird. Und Sie können das dann hier so schön nachvollziehen anhand von diesem Graphen. Also jedes Mal, wenn hier wenn hier ein neues Objekt erstellt wird, dann wächst das hier so ein bisschen. Sie müssen sich selber eigentlich darum kümmern, dass das entfernt wird. Das wird zwar nicht mehr gezeichnet, was nicht auf der Zeichenfläche zu sehen ist, aber irgendwie automatisch entfernt werden die nicht. Also beim Rendering spielt das keine Rolle mehr. Es wird nur das gezeichnet, was auf dieser Zeichenfläche zu sehen ist, aber irgendwie automatisch so ein Objekt gelöscht wird nicht. Aber auch hier wieder eine sehr schöne Überleitung. Ich habe Ihnen nämlich in der Vorlesung ja gesagt, dass es in Java so einen Mechanismus gibt, der automatisch ein bisschen aufräumt. Erinnern Sie sich noch, wie der heißt oder von was ich gerade spreche? Ganz am Ende von der Vorlesung haben wir, da habe ich nochmal kurz irgendwie gesagt, dass das ja voll blöd wäre, wenn dieser Heap jetzt ständig wächst. Sie sehen ja hier, immer wenn ich ein neues Objekt drauf mache, dann wächst der so ein bisschen und irgendwann ist der Platz voll. Und der Garbage Collector, das ist das, was gerade in den Chat geschrieben worden ist, vielleicht auch umgangssprachlich der Hausmeister, das ist genau das, was jetzt dafür sorgt, dass dieses Problem, dass der Heap irgendwie voll wird mit Objekten, die wir gar nicht mehr brauchen, das eben entsprechend löst dieses Problem. Und wie macht der Garbage Collector, unser Hausmeister in Java, das genau? Ich habe ja diese Array-Liste, in der ich die Kreise sammle. Und jedes Mal, wenn ich einen neuen Kreis erstelle, wird der in diese Array-Liste gespeichert. Wenn der Kreis den Bildschirm verlässt, dann schmeiße ich den aus dieser Array-Liste raus. Und diese Array-Liste ist der einzige Ort in meinem Code, also hier, der einzige Ort, wo ich diese Adresswerte auf den Heap, ganz wichtig, keine Referenzen, sondern es sind Werte, in denen die Adresse gespeichert sind, zu diesen ganzen Objekten, die in der Array-Liste drin sind, speichere. Das heißt, wenn diese Kreise aus dieser Array-Liste rausgeschmissen werden, dann existieren die zwar noch auf dem Heap, verbrauchen hier Speicherplatz, aber ich kann eigentlich nichts mehr mit denen machen, weil es keine Variable gibt, die auf diese Objekte oder die, in denen diese Objekte noch referenziert werden, beziehungsweise in der die Adressen von diesen Objekten gespeichert sind. Das hat dann zur Folge, dass wenn so ein Kreis den Bildschirm verlässt, der zwar noch auf dem Heap liegt und dort Speicherplatz verbraucht, aber eigentlich von unserer Anwendung nicht mehr genutzt wird. Und jetzt kommt dieser Garbage Collector ins Spiel. Der kann nämlich, und das macht Java schon selber, wenn es Platz braucht auf dem Heap, kann diesen Heap durchsuchen und kann genau diese Objekte finden. Also schaut dann, da sind jetzt irgendwie wahrscheinlich Tausende von Kreisen auf dem Heap, die keiner mehr braucht. Und diese werden dann vom Heap entfernt, wenn der Garbage Collector eben feststellt, es gibt gar keine Referenzen, keine Variablen mehr in der eigentlichen Anwendung, die noch war, mit diesem Objekt verbunden ist. Und das können wir hier mal simulieren. Ich kann nämlich hier diesen Garbage Collector ganz bewusst mal starten. Achten Sie jetzt mal hier auf diese Grafik drauf. Das ist der Heap voll mit den ganzen Objekten, die ich gerade erstellt habe. Und jetzt drücke ich da drauf. Und dann sehen Sie, dass jetzt
dauert es ein bisschen, bis die Grafik wieder bei uns ankommt, aber Sie sehen es so ganz langsam. Diese ganzen Objekte, dieser ganze Platz mit diesen ganzen Kreisen, die keiner mehr braucht, das wird alles vom Heap jetzt rausgelöscht. Jetzt haben wir nur noch ganz, ganz wenig Speicherplatz und das liegt daran, wie der Garbage Collector hier in diesem Visual VM funktioniert, beziehungsweise mit was für Parametern unsere Java-Anwendung gestartet wird. Es wird auch gleich der gesamte Heap, der zur Verfügung steht, ein bisschen reduziert. Also was macht der Garbage Collector? Schmeißt alle Objekte raus, die nicht mehr gebraucht werden, die einfach nur Platz verbrauchen, obwohl wir eigentlich gar nichts mehr mit denen machen können, und reduziert die Menge, die sich unsere Java-Anwendung vom Betriebssystem, vom Arbeitsspeicher schnappt, auf das, was wahrscheinlich nur benötigt wird. Was würde dann passieren, wenn wir den GC ausschalten und einfach fröhlich Weiterkreise stellen? Dann würden sie auch irgendwie so einen Out-of-Memory-Fehler bekommen. Ist eine gute Frage, ob sie das überhaupt komplett ausstellen können. Ohne jetzt zu tief in die Materie einzusteigen, wenn Sie ein Java-Programm starten, wir machen das ja immer automatisch hier drüber, Sie können das auch manuell machen, dann können Sie zumindest so unterschiedliche Garbage Collector Strategies angeben. Also, Sie haben ja gerade eh schon gesagt, Hausmeister oder so. Stellen Sie sich vor, es gibt irgendwie fünf, sechs verschiedene Hausmeister, die alle so ein bisschen anders arbeiten. Und das können Sie in Java auch einstellen. Also Sie können, wenn Sie eine Anwendung sagen, ich würde gerne diesen Garbage Collector haben, der sehr früh eingreift oder der stark parallelisiert arbeitet. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob Sie den Garbage Collector komplett abschalten können. Das müsste man mal ausprobieren. Wahrscheinlich geht das. Ich wüsste jetzt aus dem Stegreif nicht, wie die Parameter sind. Aber das können Sie ja mal ausprobieren. Und irgendwann würden Sie halt keinen Speicher mehr haben und dann würde Ihr Programm abstürzen. So ein Out-of-Memory, Fehler, den. Der passiert häufiger, als man das sich irgendwie wünschen würde. Okay, also Sie können hier mit diesem Tool, und da würde ich Sie ermutigen, mal ein bisschen rumzuspielen, sich das so schön visualisieren. Ich zeige Ihnen noch eine Sache, die man sich noch anschauen kann. Ich kann hier in diesem Sample, in diesem Sample-Bereich, Moment, jetzt an der falschen Stelle. Irgendwie geht gerade mein Kontextmenü nicht. Moment, ich schaue noch, ob ich es mal. Okay, jetzt geht's vielleicht. Man kann sich nämlich auch in dieser Liste. Einzelne Klassen anschauen. Also ich erzähle jetzt den ganzen Hintergrund nicht, das ist nicht so wichtig, aber wenn Sie hier mal in diesen Sampler reinschauen und sich da mal anschauen, was im Speicher ist, ich weiß nicht, warum das Kontextmenü gerade nicht funktioniert hat, dann können Sie, sehen Sie normalerweise so eine Liste an allen Klassen, die es im Kontext Ihrer Anwendung gibt. Das sind die Klassen, die Ihre Anwendung kennt und die es benutzen kann. Dann können Sie die filtern, weil uns vielleicht nur ganz bestimmte Klassen interessieren. Moving Circle ist die Klasse, die verwendet wird, um so einen einzelnen Kreis darzustellen. Und da sehen Sie dann zum Beispiel, wie viele Bytes insgesamt benötigt werden, um diese Klasse irgendwie darzustellen im Speicher. Und Sie sehen hier, wie viele Objekte davon in Ihrer Anwendung gerade existieren. Und jetzt sehen Sie, das steigt immer so ganz toll. Und obwohl auf unserer sichtbaren Anwendung hier nur noch 400, gleich sind es nur noch 300 Kreise dargestellt werden. Das sind die, die in der Array-Liste noch drin sind. Existieren trotzdem noch 750 Kreise im Speicher unserer Anwendung. Und auch hier wieder kann ich, wenn ich den Garbage Collector dann aufrufe, die rausschmeißen, weil das sind ganz offensichtlich die Objekte, die keiner mehr braucht. Okay, das nur so als kleiner Hinweis noch, dass man sich mit entsprechendem Tooling da auch gute Einblicke in diese Speicherverwaltung in Java reinziehen kann oder verschaffen kann. Das brauchen Sie jetzt in diesem Kurs auf keinen Fall. Ich würde das mal an Ihrer Stelle nicht komplett aus dem Auge verlieren. Also ich kann Ihnen versichern, wenn Sie zum Beispiel weiter mit Java entwickeln und wenn Sie tatsächlich auch mal größere Anwendungen schreiben in Java, da
besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann mal wieder entweder den Debugger oder wenn der nicht ausreicht, tatsächlich auch dieses Visual VM sich anschauen müssen oder ähnliche Tools. Wenn wir nächstes Semester uns Android anschauen, dann werden sie sehen, dass im Android Studio einiges davon integriert ist als Tool. Und es kann durchaus sein, dass man sich mal auf die Suche machen muss nach so einem Fehler, der was im Speicher zu tun hat. Lassen Sie uns jetzt aber ein bisschen programmieren. Bevor wir damit starten, kurz die Frage an Sie. Fanden Sie das irgendwie interessant? Soll ich Ihnen noch mal ein paar Informationen im Discord posten, wie Sie selber mit diesem Visual VM mal ein paar Dinge ausprobieren können? Oder sagen Sie, ist zwar ganz interessant, aber jetzt nicht unbedingt das, was mich in den nächsten Wochen interessiert? Also, wie schaut's aus? Schreiben Sie mal in den Chat rein. Wollen Sie das auch mal selber ausprobieren? Oder eher nicht so? Was meinen Sie genau mit dem Profiling? Also Sie können ja nochmal schreiben, was Sie meinen, dann sage ich gerne noch was dazu. Das ist jetzt, glaube ich, nicht irgendwie so die überwältigende Reaktion, dass wir das nochmal unbedingt thematisieren müssen. Sie wissen jetzt, dass das existiert. Den Link schicke ich Ihnen auf jeden Fall noch in Discord, damit Sie sich das anschauen können. Und dann denken Sie aber dran, dass das jetzt nichts irgendwie ist, was in der Klausur relevant ist. Und Sie schauen sich das einfach nur noch an, wenn Sie das vielleicht interessiert. Okay, was möchte ich jetzt machen? Ich möchte jetzt ein bisschen mit Ihnen programmieren. Ich bereite mich mal ganz kurz hier vor auf das Ganze. So. Sie erinnern sich, dass wir Ihnen ja diese Seite gebaut haben, wo Sie so viele kleine praktische Aufgaben finden, um sich unter anderem vielleicht auch auf die Klausur durch so ein bisschen Wiederholung vorzubereiten. Und was ich jetzt gerne heute mit Ihnen machen möchte, ist, ich möchte mich so ein bisschen mit dieser Kategorie 5 beschäftigen und einfach mal, damit wir auch wieder reinkommen, wir haben ja jetzt letzte Woche keine Zentralübung gemacht, einfach mal ein bisschen mit Ihnen programmieren. Und wenn Sie mitmachen möchten, Sie können einfach mal auf die Webseite gehen, shorts.software-engineering.education. Ich kann das auch nochmal schnell hier posten. Dann finden Sie da auch die Starterpakete zu den Aufgaben, die wir uns jetzt anschauen werden. Und ich würde mal loslegen, gemeinsam mit Ihnen mit dieser ersten kleinen Eventaufgabe. Und zwar ganz einfach, wir bauen uns jetzt eine Android-App, eine Android-App, Entschuldigung, eine Graphics-App, in der ein ganz einfacher roter Kreis in der Mitte unserer Zeichenfläche erscheint und wir wiederholen noch mal kurz, wie wir über diese Callbacks für die Maus-Events vielleicht dafür sorgen können, dass dieser Kreis, wenn er angeklickt wird, also wenn ein Mausklick in dem Bereich stattfindet, in dem dieser Kreis dargestellt wird, wie wir dann die Farbe von diesem Kreis verändern können. Also darum soll es jetzt gehen und dann machen wir noch die anderen Aufgaben aus dieser Kategorie und hangeln uns da so ein bisschen durch und versuchen mal an deren Beispielen ein kleines bisschen die Inhalte so aus den letzten Wochen zu wiederholen. Also wenn Sie mitmachen möchten, kleine Fingerübungen jetzt, dann einfach Starterpaket installieren und wir können dann loslegen. Ich habe das schon soweit vorbereitet. So, da wollte ich hin, dass ich die Starterpakete runtergeladen habe und in IntelliJ geöffnet habe. Und das hier ist jetzt ganz konkret das zu dieser Aufgabe hier mit Klicks die Farbe ändern. Was ist unsere Aufgabe nochmal? Roter Kreis, Mitte von der Zeichenfläche und dann auf die Klicks reagieren und dessen Farbe ändern. Ich zeige Ihnen mal, wie das Ganze ausschaut, wenn ich es einfach so starte. Sehen wir eine leere Zeichenfläche. Und ich fange jetzt einfach mal damit an und versuche, wie gesagt, so ein bisschen dabei ein paar Sachen zu wiederholen.
was möchte ich machen? Ich möchte einen Kreis jedes Mal, wenn der Draw Loop aufgerufen wird, zeichnen. Und ich erinnere mich, diese Draw-Methode, das ist ja diese Loop-Methode, die 60 Mal in der Sekunde aufgerufen wird. Da mache ich den Zeichenprozess, also diesen Draw-Aufruf von der Circle, von der Draw-Methode der Circle-Klasse. Und damit da immer der gleiche Kreis verwendet wird, initialisiere ich den an einer anderen Stelle und speichere den auch an einer anderen Stelle. Und zwar ganz konkret hier in Form von so einer Instanzvariable. Ich möchte das von überall in dieser Graphics-App, zumindest in dieser Klasse hier, auf diesen Kreis zugegriffen werden kann. Deshalb machen wir das bei einer Instanzvariable. Wir benutzen als Datentyp für die Variable diese Circle-Klasse. Die kennen Sie ja schon und guter Name fällt mir nicht ein. Das Schöne an diesen kleinen Aufgaben ist, dass man die auch einfach mal ein bisschen runterprogrammieren kann und sich nicht so viele Gedanken über die gute Gestaltung oder die guten Bezeichner oder so machen muss, weil das ja schon recht überschaubar ist. Circle passt wahrscheinlich, wenn es einfach ein Kreis ist, der keine besondere Aufgabe hat. Dann weiß ich noch, diese Initialize-Methode, die wird einmal aufgerufen, ganz zu Beginn, wenn unsere Anwendung startet. Und vielleicht wäre das ja ein guter Zeitpunkt, um diesen Kreis auch zu initialisieren. Ich nehme mir diese Instanzvariable, speichere da irgendwas rein. Was speichere ich da rein? Den Kreis, der in der Mitte der Zeichenfläche erscheinen soll. Und dementsprechend muss ich den erstellen. Und das mache ich wahrscheinlich mit so einem Konstruktoraufruf. Sie erinnern sich, wenn Sie neue Objekte erstellen möchten, Konstruktoraufruf. Der Konstruktor heißt so, wie die Klasse auch heißt. Und wir müssen die Parameter übergeben. Das ist jetzt im Fall von dem Kreis eine X- und eine Y-Koordinate, ein Radius und eine Farbe. Der soll in der Mitte erscheinen. Und ich weiß, dass die X- und die Y-Koordinaten auch bei dem Kreis genau die Mitte von diesem Kreis selber darstellen. Das heißt, ich kann hier die Mitte von der Zeichenfläche berechnen, indem ich mir die Breite von der Zeichenfläche hole und die durch zwei teile, habe ich meine X-Koordinate. Und das gleiche mache ich für die Höhe, dann habe ich meine Y-Koordinate. Radius in Pixel steht schon in der Aufgabenbeschreibung. Das können wir jetzt auch in dem Fall einfach mal so als Magic Number reinschreiben. Sobald es ein richtiges Programm wird, was ein bisschen komplexer ist, sollten Sie das natürlich tunlichst vermeiden. Aber das brauchen wir jetzt nur an dieser Stelle. Und dann brauchen wir noch eine Farbe. Und das Ganze soll rot sein. Und das können wir zum Beispiel über diese Konstante aus der Colors-Klasse auslesen. Dann haben wir unseren Kreis erstellt. Und wenn ich jetzt möchte, dass der jedes Mal gezeichnet wird, dann mache ich das mit der Draw-Methode. Die aufrufe in der Draw-Methode meiner Graphics-App. Das heißt, hier 60 Mal pro Sekunde wird der Hintergrund gezeichnet und dann wird der Kreis gezeichnet. Das schaut dann hoffentlich so aus, dass in der Mitte jetzt ein wunderbarer, schöner roter Kreis erscheint. Und was möchte ich jetzt machen? Jetzt möchte ich, dass, wenn ich hier draufklicke, auf diesen Kreis die Farbe von diesem Kreis verändert wird. Und da habe ich jetzt schon auch in dieser kleinen Aufgabe einiges vor mir. Ich muss nämlich jetzt ein bisschen schrittweise arbeiten. Was muss ich tun? Ich muss erstmal feststellen, dass geklickt wird. Also muss irgendwie an diese Information kommen, in dieser Graphics-App ist ein Mausklick erfolgt. Dann muss ich feststellen, ist dieser Mausklick in dem Kreis selber passiert? Und wenn das der Fall gewesen ist, also wenn der Mausklick tatsächlich in dem Bereich stattgefunden hat, auf dem auch dieser Kreis eingezeichnet ist, dann muss sich dessen Farbe ändern. Also eine größere Aufgabe, die sich über mehrere Bedingungen zieht und ganz am Ende darin mündet, dass die Farbe von diesem Kreis zufällig geändert wird. Und wir können ja mal uns überlegen, wir haben ganz am Anfang vom Semester so darüber gesprochen, was es für Strategien gibt, wie man an so Problemlösungen beim Programmieren rangehen kann. Und eine davon, oder eine Perspektive, die man einnehmen kann, war dieses Top-Down oder Bottom-Up im Kontext von dem Dekompositionsprinzip. Und ich würde jetzt mal gerne bei dem kleinsten der Probleme anfangen. Ich würde gerne damit anfangen, dass ich die Farbe von diesem Kreis ändere. Und das mache ich in einer Methode. Ich schreibe jetzt eine Methode, deren einzige Aufgabe es ist,
die Hintergrundfarbe von einem Kreis zufällig zu ändern. Und vielleicht möchte ich die sogar so generisch formulieren, dass ich einen beliebigen Kreis als Parameter übergeben kann und dessen Hintergrundfarbe dann geändert wird. Machen wir das mal. Wir lösen jetzt also dieses kleinteilige Problem, Hintergrundfarbe von einem Kreis ändern in einer eigenen Methode. Private soll nur in dieser Klasse verwendet werden können. Die macht was, aber gibt nichts zurück. Deshalb nennen wir die jetzt void. Oder geben ihr den keinen Rückgabewert, sondern die gibt einfach nichts zurück. Was wir jetzt machen, ist einen Namen zu vergeben. Change Circle Color. Und jetzt machen wir was, weil ich Ihnen einfach nur nochmal zeigen möchte, wie Parameter funktionieren. Wir übergeben den Kreis, der sich ändern soll. Ob das jetzt so cool ist, weiß ich nicht. Da haben wir mal drüber gesprochen, dass Methoden eigentlich, ja, wobei das ist ja eigentlich sogar gut, wenn wir den als Parameter übergeben und nicht direkt auf die Instanzvariable zugreifen, dann haben wir dieses Prinzip, dass eine Methode nichts außerhalb von ihrem Kontext verändern soll, zumindest indirekt umgesetzt. Die ändert ja nur das, was wir als Parameter in diese Methode reingeben. Und jetzt soll die Hintergrundfarbe von diesem Kreis geändert werden. Ich weiß, dass es eine Methode gibt, die heißt setColor und die bekommt eine Farbe übergeben und dann ändert sich auch beim nächsten Zeichenvorgang die Farbe, mit der dieser Kreis gezeichnet wird. Was ich jetzt brauche, ist eine zufällige Farbe und ich weiß auch, dass ich in dieser Colors-Klasse eine statische Methode habe, getRandomColor, mit der ich genau das machen kann. Es gibt mir eine zufällige RGB-Farbe zurück in diesem Graphics-Kontext, in diesem Graphics-Apps-Kontext und wenn ich das einfach mal abspeichere in einer lokalen Variable, dann kann ich das hier als Input oder als Parameter für die Methode nehmen und dann habe ich hier diese Methode schon komplett geschrieben, neue zufällige Farbe bestimmen und dann den Kreis, der als Parameter übergeben wird, so verändern, dass diese Farbe angezeigt wird und dass der jetzt diese Farbe tatsächlich hat. Okay, der nächste Schritt wäre festzustellen, ob der Kreis angeklickt worden ist. Und wir können, wenn wir uns jetzt die Mühe machen wollen, das auch sogar nochmal in eine extra Methode auslagern. Wir wissen, dass wir wahrscheinlich so x- und y-Koordinaten zurückbekommen oder in diesem Kontext von diesem Event irgendwann wissen, wo genau der Mauszeiger war mit einer x- und einer y-Koordinate. Und dann könnten wir uns überlegen, vielleicht schreiben wir uns eine Methode, die macht jetzt die nächste höhere Ebene, die checkt, ob dieser Kreis angeklickt worden ist. Und wenn er angeklickt worden ist, dann wird dessen Farbe geändert. Also sowas wie change circle color if circle was hit. Ich mache das jetzt extra mal ganz ausführlich. Methodenname ist vielleicht ein ganz kleines bisschen lang, also da hört es dann auch schon auf mit der Verständlichkeit, aber Sie sehen, man kann auch, wenn das aus irgendeinem Grund mal wichtig ist, so einer Methode einen sehr, sehr sprechenden Namen geben. Ich reite jetzt ein bisschen auf diesem Dekompositionsprinzip nochmal rum, das schadet nicht, jetzt beim Wiederholen sich daran zu erinnern und sich auch wirklich die Mühe zu machen, bei allem, was man programmiert, so ein bisschen drüber nachzudenken, wie ich das benutzen kann, um mein Programm aufzuteilen. Ob das jetzt hier so super sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und dann finden Sie vielleicht sogar noch eine schönere Möglichkeit. Ich übergebe wieder den Kreis, um den es geht und vielleicht übergebe ich dann auch noch die X- und die Y-Position vom Mauszeiger und die Aufgabe von der Methode ist es jetzt rauszufinden, wurde dieser Kreis angeklickt oder liegen dieses Koordinatenpaar, liegt das in diesem Kreis und wenn ja, dann wollen wir die Farbe verändern und dafür haben wir schon eine Methode angelegt. Und wenn Sie jetzt so ein bisschen sich an das erinnern, was Sie im Lauf der Zeit schon bezüglich der Graphics-App aufgeschnappt haben, dann wissen Sie vielleicht, dass es in allen Graphics-Objects, also Circle, Rectangle und so weiter, eine Methode gibt, die heißt HitTest. Und was macht die? Die bekommt einen X- und einen Y-Wert übergeben. Float-Werte,
Jetzt habe ich hier Parameter int gesetzt, das wird aber automatisch entsprechend angepasst. Und die stellt fest, liegen diese Koordinaten in dem Bereich, den dieses Objekt, dieses Graphics Object in Anspruch nimmt. Und wenn das der Fall ist, also wenn x und y 50-50 zum Beispiel auf dem Bildschirm innerhalb dieses Objektes liegen, gibt die true zurück. Das heißt, ich kann mir jetzt so eine Bedingung schreiben, wenn das hier true ist, wir lösen das gleich auf, dann mach irgendwas. Und was soll passieren? Wenn das der Fall ist, dann rufe ich diese Methode auf, die ich gerade geschrieben habe und ändere die zufällige Farbe von meinem Kreis. Es wird mir schon angezeigt in IntelliJ. Das kann ich ein bisschen einfacher machen. Diesen Vergleich, if das hier, if, wenn die Rückgabe von HitTest true ist, das kann ich mir sparen, weil das wird ja schon entweder zu true oder false aufgelöst. HitTest gibt einen Boolean-Wert zurück, das heißt, da kann nur true oder false stehen, wenn dieser Ausdruck ausgewertet wird. Und dementsprechend kann das schon der Input für diese if-Bedingung sein. Also Methode wird ausgeführt, hier wird dann beim zur Laufzeit true oder false, je nachdem, was denn das Ergebnis von dieser Prüfung ist, eingesetzt. Und dann kann die Java-Laufzeitumgebung, die den Code interpretiert, schon entscheiden, soll diese Methode jetzt ausgeführt werden oder nicht. Also dieses ist gleich true, das können wir uns an dieser Stelle eben sparen, weil in dieser if-Bedingung, in diesem Bedingungsteil muss einfach nur ein boolscher Wert liegen und dieser Ausdruck, der löst schon auf, weil das ja die Rückgabe von der Methode ist, zu entweder true oder false. Das heißt, diese zusätzliche Prüfung ist obsolet. Wenn jetzt hier true rauskommen würde, weil der Klick in dem Bereich liegt und wir hier nochmal ganz explizit mit diesem Vergleich prüfen würden, würden wir hier ja true ist gleich true am Ende vielleicht stehen haben oder false ist gleich true und das wäre einfach eine Tautologie. Sowas findet man ganz häufig, dann regen sich Leute drüber auf, dass man sowas doch überhaupt nicht machen soll, weil das ist unschön. Ich glaube auch, dass das hier völlig unsinnig ist und wenn man ein bisschen programmieren kann, dann stolpert man auch über solche Dinge, weil man ist das dann gar nicht gewohnt. Wenn Sie das jetzt aus irgendeinem Grund nochmal machen, nicht grämen, wir sagen Ihnen dann, dass Sie sich das sparen können, aber das ist auch nicht der Weltuntergang. Also wenn Sie aus irgendeinem Grund sowas mal, falls Sie in der Klausur auch mal Code schreiben müssen, schreiben würden, würden wir das ganz sicher nicht als Fehler anstreichen. Aber man braucht es nicht und deshalb kann es weg. Und gerade wenn es um Code geht, der von Leuten gelesen wird, die sich ein bisschen auskennen, ist es sogar fast verwirrend, weil dann fragt man sich, warum sie irgendwie ganz explizit an dieser Stelle nochmal irgendwie diesen Vergleich drin haben. Okay, wir haben das kleine Problem gelöst, wir haben das große Problem gelöst und was wir jetzt noch machen müssen, ist das mit diesem Event, mit diesem Klick in Verbindung bringen und da erinnern Sie sich, dass es in der Graphics-App diese verschiedenen Callback-Methoden gibt, die wir ohnehin schon haben in der Graphics-App, weil die Graphics-App oder weil unsere Anwendungen immer von dieser Oberklasse Graphics-App erben und die Graphics-App wiederum ein Interface implementiert, in dem diese Methoden vorgesehen sind und dementsprechend, wenn wir auf sowas wie Mausklicks oder Tasten-Events reagieren möchten, ist das Einzige, was wir tun müssen, diese Methoden, die ohnehin schon existieren, zu überschreiben. Und das mache ich jetzt mal mit dieser Mouse-Pressed-Methode oder der Mouse-Released-Methode, können Sie sich aussuchen. Und jetzt kriege ich immer mit, wenn in meiner Graphics-App, ich führe es nochmal aus, rumgeklickt wird, weil jetzt jedes Mal für jeden Klick diese Methode einmal aufgerufen wird. Das ist diese Idee, da kümmert sich die Graphics-App drum, das wird automatisch verbunden und ich kriege in diesem Parameter-Event immer mit, um was denn für einen Klick es sich gehandelt hat. Hier drin stehen zum Beispiel die X- und die Y-Koordinaten. Und was ich jetzt mache ist, jedes Mal, wenn mit der Maus geklickt wird, rufe ich die Change Circle Color if Circle was hit Methode auf. Ich übergebe den Kreis, um den es gehen soll, der soll geprüft werden und dann brauche ich die Koordinaten von der
Maus und da kann ich zum Beispiel aus diesem Event-Objekt die X- und die Y-Koordinaten auslesen. Da steht drin, wo der Mauszeiger war, als die Maustaste in der Zeichenfläche runtergedrückt worden ist. Diese beiden Werte übergebe ich jetzt an meine Methode und dann sehen Sie das Ergebnis. Hoffentlich, dass sich, wenn ich irgendwo hinklicke, nichts ändert. Wenn ich aber in den Kreis reinklicke, dann ändert sich jedes Mal die Farbe. Und wenn ich den Kreis verlasse beim Klicken, dann passiert es eben entsprechend nicht. Also kleine Fingerübung zur Wiederholung. Wir haben wiederholt Instanzvariablen, Konstruktoren, Aufrufe. Wir haben uns nochmal angeschaut, wie wir mit so Dekomposition arbeiten können, um unsere Probleme in Teilprobleme zu lösen. Und auch, wenn man sich hier vielleicht ein bisschen drüber streiten kann, denken Sie daran, es geht hier in dem Kurs ja manchmal auch um das Prinzip dahinter. Komplexere Probleme, wenn Sie die so schön aufteilen können, ist es, glaube ich, gerade was so Codeverständnis angeht, immer ein Gewinn. Aber das wäre es erstmal zu dieser ersten kleinen Aufgabe. Die zweite kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Ich würde vorschlagen, wir machen mal gleich weiter mit der zweiten Aufgabe. Was wollen wir da machen? Wir wollen in der zweiten Aufgabe, ich breite mal im Hintergrund schnell meine Entwicklungsumgebung wieder vor. So. Wir wollen in der zweiten Aufgabe sowas Ähnliches machen, nur jetzt mit einer anderen Art von Events. Wir wollen drei Kreise einzeichnen auf der Zeichenfläche nebeneinander. Auch wieder mit bestimmter Farbe und bestimmten Pixeln. Und dann wollen wir Tasten auf unserem Keyboard mappen mit diesen Kreisen. Wenn ich auf die Taste 1 drücke, soll sich die Farbe des Kreises ganz links ändern. Wenn ich die Taste 2 drücke, soll sich die Farbe des Kreises in der Mitte ändern. Wenn ich die Taste 3 drücke, soll sich die Farbe des Kreises ganz rechts ändern. Ändern wieder zufällig. Und das versuchen wir jetzt mal auch hinzubekommen. Teile von dem, was wir gerade gemacht haben, können wir zumindest von der Idee her übernehmen. Und dann überlegen wir uns mal, wie wir vielleicht so ein bisschen mit diesem Mapping von den Keys rumspielen können. Also implementieren wir erstmal eine einfache Lösung und dann können wir dabei ein bisschen drüber nachdenken, was wir denn so im Laufe des Semesters gelernt haben, mit dem wir diese Lösung ein bisschen optimieren könnten. Ich starte mal ganz kurz wieder die Anwendung. Und zeige Ihnen mal, was die Ausgangslage ist. Wir haben hier einen schwarzen Bildschirm, also noch nichts, was gezeichnet wird. Ausgangslage ist wieder eigentlich genau das gleiche. Leere Zeichenfläche, Initialize und Draw. Fangen wir mal damit an, dass wir erstmal hinbekommen, dass diese Kreise überhaupt gezeichnet werden. Und das Erste, was ich ein bisschen anders mache als bei der Aufgabe gerade, ist die Art und Weise, wie ich diese Kreise im Kontext der Graphics-App abspeichere. Gerade eben hatte ich einen Kreis, den habe ich in einer Variable gespeichert und das war einfach eine ganz normale Instanzvariable vom Typ Circle und das hat funktioniert. Jetzt habe ich drei Kreise und da fängt schon an, wo ich ein bisschen überlege, möchte ich jetzt wirklich drei Variablen haben, Circle 1, Circle 2, Circle 3, oder kann ich das vielleicht ein bisschen besser machen? Was fällt Ihnen so ein? Das Erste, was Ihnen irgendwie einfällt, wenn Sie drei Kreise oder drei mal das Gleiche irgendwie haben wollen, Liste oder Array, was ist Ihnen lieber? Vielleicht machen wir es mal in einem ersten Schritt mit einem Array und überlegen uns dann, wie wir Listen oder vielleicht auch andere Datenstrukturen für die Verbesserung benutzen können. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, anstatt irgendwie jetzt 3, 4, 5 Variablen anzulegen für diese ganzen Kreise, machen wir das in einem Array, private circle, circles, und da speichern wir unsere
Kreise, die es jetzt zu erstellen und zu zeichnen gibt, rein. Arrays zur Wiederholung werden hinsichtlich der Variable so gekennzeichnet. Das ist ein Array von diesem Typen hier. Da können nur solche Werte rein in das Array, was in dieser Variable gespeichert wird. Und durch diese Klammern kennzeichnen wir das Ganze eben als Variable für ein Array und nicht für ein einzelnes Element. Müssen wir unsere Kreise erstmal initialisieren. Machen wir es auch hier wieder so ganz klassisch nach dem Dekompositionsprinzip. Wir können ja mal eine Methode erstellen, die uns ein Array, ein befülltes Array mit Kreisen zurückgibt. Wir nennen die Methode Create Circles. Und was wollen wir hier machen? Wir wollen hier ein Array erstellen, in dem diese drei Kreise sind, die die Parameter so gewählt bekommen, dass die nebeneinander auf der Zeichenfläche erscheinen. Wie machen wir das? Zuerst erstellen wir uns mal ein Array, in dem wir diese Kreise speichern. Das mache ich jetzt erstmal in einer lokalen Variable, also noch nicht direkt hier drin, sondern diese Methode, die ich hier erstelle, die soll mir ein Array zurückgeben mit drei Kreisen. Und dann kümmere ich mich an einer anderen Stelle selber darum, dass das in dieser Variable abgespeichert wird. Lokale Variable vom Typen Circle Array, kann auch Circles heißen. Und da kommt jetzt mein Array rein, in dem genau Platz für drei Elemente ist. Mit dem Konstruktoraufruf wird das erstellt und wir geben hier immer an, wie viele Elemente in dieses Array rein soll. Kleine Frage zwischendurch, wenn ich diese Methode hier aufrufe, ich mache sie mal ganz kurz vollständig, damit keine Fehler drin sind. Also ich erstelle ein leeres Array und gebe es wieder zurück. Macht wenig Sinn. Aber was ich Sie jetzt fragen möchte, ist, wenn diese Methode hier aufgerufen wird, also ich rufe Create Circles auf, zum Beispiel hier in der Initialize-Methode, was ist in dem Stack-Frame von dieser Methode drin? Erinnern Sie sich an die Vorlesung heute Mittag? Da haben wir gelernt, immer wenn eine Methode aufgerufen wird, wird dieser Stack-Frame angelegt, jede Methode hat ihren eigenen Platz im Stack und da kommen bestimmte Dinge rein. Direkt, wenn die Methode aufgerufen wird, wird dieser Bereich auch vorbereitet. Und genau, Overhead, also dieses Meta-Zeugs, Circles, genau, also da würde irgendwie so Platz für einen Array reserviert werden. Das Array ist ein komplexer Datentyp, das heißt, das Array selber liegt wahrscheinlich auf dem Heap, aber irgendwo würde diese Adresse von dem Array in dem Stack stehen. Und dann, das habe ich, glaube ich, bei den Vorlesungsfolien dann tatsächlich nicht richtig gemacht, auch bei dieser Create Circles Methode würde Sys noch auf dem Stack Frame liegen, weil diese Methode, die wird ja hier in dem Kontext von einer tatsächlichen Instanz von dieser Klasse hier erstellt, auch wenn wir das immer nicht so direkt sehen und das wäre auch drin. Aber Overhead und Circles ist schon mal ein super Hinweis. Das würde in diesem Stack drin sein. Also kleiner Exkurs zu dem, was wir machen. Jetzt möchte ich da drei Kreise erstellen, die am Ende horizontal nebeneinander auf der Zeichenfläche sind. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich für jeden Kreis so X- und Y-Koordinaten, die ich dann nach dem Erstellen jedes Kreises ein bisschen verändere. Das können wir auch jetzt mal machen. Int X, das ist die X-Position von dem ersten Kreis. Der Kreis soll 30 Pixel breit sein. Wenn wir ein kleines bisschen Abstand rechts und links haben wollen, fangen wir vielleicht bei der Koordinate 40 an. Das sind so 10 Pixel links Abstand und die Y-Koordinate können wir einfach die Mitte von unserer Zeichenfläche nehmen. Und jetzt erstelle ich drei Kreise und ich weiß, dass die in dieses Array rein sollen. Das könnte ich vielleicht schön mit einer Vorschleife machen, weil wenn ich mit Arrays mich beschäftige, dann brauche ich ja immer diesen Index, mit dem ich auf einzelne Elemente zugreifen kann. Den muss ich mir eh generieren, wenn ich jetzt da an der Stelle 0, 1 und 2
einen Kreis einfügen möchte. Und dann kann ich das ja auch vielleicht gleich in so einer Vorschleife machen, diesen ganzen Vorgang. Ich fange mal bei 0 an. Ich gehe in der Vorschleife so lange, bis ich den letzten validen Index für mein Array erreicht habe, mache das Ganze in Einserschritten. Und was tue ich in dieser Vorschleife? Ich erstelle einen neuen Kreis an der entsprechenden Stelle von meinem Array. Circles. Bin ich doof? So. Sehe, habe es nicht richtig gesehen, aber ich glaube, jetzt habe ich es geschafft, Circles zu schreiben. Große Herausforderung. Und an der ersten Stelle erstelle ich jetzt den ersten Kreis an den X- und Y-Positionen. Radius, hatten wir gesagt, ist 30 Pixel. Und zu Beginn soll dieser Kreis rot sein. Und in der nächsten Iteration von dieser Schleife möchte ich den nächsten Kreis erstellen. Es sollen ja insgesamt drei Kreise sein. Und der nächste Kreis, der soll horizontal ein bisschen weiter Richtung rechter Rand der Zeichenfläche verschoben werden. Also der soll nicht an den gleichen Koordinaten wie der erste Kreis erscheinen, sonst würden die einfach übereinander liegen. Das wäre nicht so witzig. Was muss ich jetzt noch machen? Am besten in der Schleife, damit ich das hinbekomme. Also damit ich diesen gleichen Aufruf, diesen hier, auch bei der nächsten Iteration benutzen kann, um auch den zweiten Kreis zu erstellen. Irgendeine Idee? Wie sorge ich dafür, am Ende von der Iteration, also von der Ausführung einer dieser Schleifendurchläufe, dass beim nächsten Loop, bei der nächsten Iteration die richtigen Ausgangsbedingungen dafür sind, um den zweiten Kreis an der richtigen Stelle zu zeichnen? Was halten Sie davon, wenn wir die X-Koordinate noch mal ein bisschen verändern? Die steht ja jetzt im Moment auf 40. Genau, X verändern, haben Sie auch richtig erkannt. Was müssen wir machen? Wir müssen wahrscheinlich die inkrementieren, um das Doppelte vom Radius, also mindestens 60. Und wenn wir dann noch einen kleinen Abstand zwischen den Bereichen haben möchten, x mal i plus 1, ja, könnten wir irgendwie so machen. Ich mache es mir jetzt ein bisschen leichter. Ich sage einfach x plus 70. Das müsste auch passen. Also Sie können das auch ganz kurz, das ist nicht falsch, was Sie gemacht haben. Oder was Sie gesagt haben. Was ich jetzt mache, ist, ich verändere diese Variable. Das heißt, ich habe eine Variable, da steht am Anfang die x-Koordinate vom ersten Kreis. Dann steht nach dem ersten Aufruf die x-Koordinate für den zweiten Kreis drin und danach dann die für den dritten. Was man aber natürlich auch machen könnte, ist, man könnte die immer hier berechnen. Also wenn ich zum Beispiel sowas habe wie, sagen wir mal, 30, das ist die Koordinate, 40, die Koordinate für den ersten Kreis und dann zähle ich i mal 30, 40, 70 dazu. So irgendwie. Ich hoffe mal, ich habe das jetzt richtig ausgerechnet. Dann würde ich immer anhand alleine von dieser Zählervariable i mir die richtige x-Position als Variable innerhalb der Schleife berechnen. Das heißt, ich bräuchte hier gar nicht die Variable. Das könnten wir dann rauskürzen, würden wir das hier verwenden und wir könnten dann sogar, wenn wir wollen, das hier immer dynamisch berechnen, dann hätten wir zwei lokale Variablen weniger, die auf dem Stack rumliegen. Könnte man sich überlegen, ob man das möchte. Ich mache es jetzt mal so, dass ich diese Variable, die außerhalb der Schleife angelegt ist, immer ein bisschen hochzähle. Ist vielleicht für den Anfang ein bisschen verständlicher. Aber diese Idee, dieses i zu benutzen und das irgendwie zu multiplizieren, ist nicht schlecht. Also ist vielleicht sogar besser, weiß ich nicht. Müsste man mal drüber nachdenken, ist aber auf jeden Fall keine dumme Idee. Können Sie auf jeden Fall mal ausprobieren und dann sparen Sie sich vielleicht sogar diese Variablen außerhalb. Okay, aber so machen wir das jetzt mal. Wir erstellen jetzt diese ganzen Variablen und dann geben wir das befüllte Array zurück.
Und diese Methode hier, die jetzt einmal oder dreimal diese Kreise erstellt, die rufe ich auf in meiner Initialize-Methode und das Ergebnis möchte ich in meiner Instanzvariable Circle speichern. Okay, also so eine klassische Initialisierungsmethode, die mir so ein Array befüllt. Wir haben die extra so implementiert, dass sie das fertige Array zurückgibt. Die manipuliert auch wieder nichts außerhalb von ihrem Kontext, sondern wir entscheiden uns dann dazu, die in die Instanzvariable zu speichern. Und jetzt möchte ich, dass die Kreise alle auch gezeichnet werden. Das heißt, hier in der Draw-Methode muss ich einmal auf jedes Element in dem Array zugreifen und das einmal zeichnen. Und Sie erinnern sich, es gibt da diese wunderschöne For-Each-Schleife, diese Abkürzung. Ich kann über alle Elemente in einem Array oder auch eine Array-Liste iterieren und dann für jedes dieser Elemente zum Beispiel einmal die Draw-Methode aufrufen. Also ich iteriere über alle Kreise in der Array Circles. Ich erzähle so ähnlich wie in der Vorschleife eine Zählervariable, nur steht da dann kein Int-Wert drin, der inkrementiert wird, sondern ich kann direkt über diese Variable innerhalb des Loops immer erst auf das erste, dann das zweite, dann das dritte Element und so weiter zugreifen. Und dann, wenn ich das jetzt ausführe, schauen wir mal, wie es ausschaut. Dann haben wir hier unsere drei Kreise. Und jetzt möchte ich, dass, wenn ich die Tasten 1, 2, 3 benutze, jeweils einer dieser Kreise seine Farbe zufällig ändert. Heißt erstmal wieder, ich brauche eine Methode, die zufällig die Farbe eines Kreises ändert. Das habe ich ja schon gemacht, das heißt, das kann ich jetzt einfach schnell runterschreiben. Da muss ich nicht mehr lange nachdenken. Private Void Change Circle Color. Ich mache das wieder so, dass der Kreis, um den es geht, als Parameter übergeben werden soll. Ich erzeuge mir eine zufällige Farbe und ich benutze die, um die Farbe des Kreises zu ändern. Also ich habe das jetzt einmal gemacht, dieses Problem gelöst und das kann ich jetzt immer wieder benutzen. Zufällig ist das jetzt so, dass das in zwei aufeinanderfolgenden Aufgaben tatsächlich so ist und das ist natürlich nicht zufällig, sondern das soll Ihnen so ein bisschen zeigen. Manchmal, auch wenn Sie jetzt wahrscheinlich nicht in jeder Anwendung Kreise irgendwie haben und die Farbe sich verändern, lösen Sie ein Problem und dann können Sie das wieder verändern. Vielleicht ist ein besseres Beispiel sowas wie, ich möchte ein bestimmtes Element aus einem Array rausfischen. Also ich weiß, ich habe ein Array mit ganz vielen Elementen und ich suche nach einem bestimmten. Und wenn Sie das so oft gemacht haben, in ganz, ganz vielen Problemen, dass Sie diesen Ansatz, Vorschleife schreiben, jedes Element anschauen, das vergleichen vielleicht mit einem Parameter, dann das richtige Element zurückgeben und die Methode frühzeitig abbrechen. Wenn Sie das so oft gemacht haben, dass Sie das auswendig wissen, dann haben Sie so einen Baustein in Ihrem Werkzeugkasten als Programmierer oder Programmiererin und den können Sie dann jetzt, wie ich das hier gemacht habe, für dieses Change Circle Color einfach schnell mal eintippen und dann ist das ein Problem weniger. Also versuchen Sie wirklich, diese ganzen Aufgaben, versuchen Sie eigentlich jede Gelegenheit zu nutzen, um irgendwas zu programmieren. Sie werden merken, Sie gewinnen was dadurch, nämlich einfach Sicherheit und Erfahrung, weil Sie immer wieder die ganzen ähnlichen Probleme lösen und dann sind das irgendwann keine Probleme mehr. Auch solche Sachen wie hier eine Vorschleife schreiben. Wenn Sie 1000 Vorschleifen geschrieben haben oder For-Each-Schleifen geschrieben haben, dann müssen Sie nicht mehr über die Syntax nachdenken, sondern machen Sie das einfach. Und dann haben Sie 100% von Ihren mentalen Fähigkeiten zur Verfügung, um sich zu überlegen, was in der Schleife passiert. Und den Rest interessiert uns nicht mehr. Und jetzt kann ich mir überlegen, mit, weiß ich nicht, zumindest 70% meiner mentalen Fähigkeiten, was ich denn mit dieser Methode hier machen möchte und muss nicht mehr darüber nachdenken, wie ich die schreibe. Was möchte ich machen? Ich möchte Tasten, Drücke damit verbinden, ein bestimmtes Element, die, genau, also das, was auch gerade in den Chat geschrieben wird, das kann ich nur so bestätigen. Sie werden, indem Sie ganz, ganz viel üben, aus dieser Situation rauskommen, wo Sie diese beiden Sachen gleichzeitig machen müssen, sich nämlich irgendwie über Syntax Gedanken machen und über das, was Sie eigentlich programmieren wollen. Und je häufiger Sie das machen,
desto leichter fällt ihnen das. Also genauso wie wenn sie irgendwie eine Fremdsprache oder so lernen. Müssen sie am Anfang auch über Vokabeln und über Satzbau nachdenken und sie können nur sagen, hallo, mein Name ist und ich würde gerne ein Baguette kaufen und irgendwann können sie dann tatsächlich sich auch Gedanken darüber machen, was sie eigentlich inhaltlich mit dieser Sprache vermitteln wollen, weil sie einfach wissen, wie die funktioniert und nicht so viel darüber nachdenken müssen. Und was wollen wir jetzt machen? Wir wollen herausfinden, welche Taste wurde gedrückt und dann in Abhängigkeit davon, welche Tasten tatsächlich gedrückt worden sind, diese Kreise aus dem Array rausfischen und die da jeweils die Farbe zufällig verändern. Und eine einfache Lösung könnte zum Beispiel sein, dass wir sagen, wenn eine Taste gedrückt wird, dann werden wir über die entsprechende Callback-Methode darüber informiert. Das ist jetzt äquivalent zu dem, was wir schon über die Maus wissen. Wenn von außen ein Event an die Graphics-App herangetragen wird, werden wir irgendwann hier, wenn wir diese Methode überschreiben, darüber informiert. Und über den Event-Parameter können wir feststellen, was ist denn das für eine Taste gewesen, weil wir zum Beispiel mit GetKeyChar oder GetKeyCode herausfinden können, entweder welches Zeichen tatsächlich gedrückt worden ist, Char, oder wir können über KeyCode, das sind diese Unicode-Konstanten, feststellen, welche Taste es denn tatsächlich inhaltlich war. Und eine sehr einfache Lösung, vielleicht nicht die schönste, aber eine sehr einfache Lösung für unser Problem jetzt hier, könnte zum Beispiel sein, dass wir über so eine Switch-Anweisung uns anschauen, was ist denn der Code gewesen, der mit dieser Taste, die gedrückt worden ist, verbunden wird. Und uns dann für die Fälle, die uns interessieren, hier in unserer Switch-Anweisung Cases aufschreiben. Switch-Anweisung, Sie erinnern sich, das ist nur so syntaktisches Zucker für eigentlich ganz, ganz viele If-Else-Bedingungen. Also, wenn ich jetzt hier sowas hinschreibe wie Switch, Case und dann würde ich gerne mal in dieses Event-Objekt reinschauen, in diese Klasse und ich weiß, da sind diese ganzen Konstanten drin. Und das hier ist die Konstante für die Taste 1, also die nicht auf dem Nummernblock, sondern die über den Buchstaben. Und wenn die gedrückt wird, ich mache es jetzt mal in der etwas älteren Schreibweise, dann soll was passieren? Dann soll die Change Circle Color Methode aufgerufen werden mit dem ersten Objekt in meinem Array. Und wenn ich damit fertig bin, dann beende ich auch die Verarbeitung von dem Switch. Und das ist nichts anderes, als wenn ich hinschreiben würde, if event.getKeyCode ist gleich keyPressed.vk1, dann führe diesen Code aus. Also Switch ist nichts anderes als if, ist aber ein bisschen schöner zu schreiben, weil ich jetzt ganz viele von diesen Fällen hintereinander packen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn die Taste 2 gedrückt wird, dann mach was anderes. Dann mach nämlich das Ganze mit dem zweiten Element von meinem Array. Und wenn die Taste 3 gedrückt wird, wenig überraschend, mach das gleiche doch bitte für das letzte Element in dem Array. Immer dieses Break, damit sie verhindern, dass der nächste Fall auch noch betrachtet wird. Das ist ganz wichtig bei diesen Switch-Cases, dass man nicht so ganz durchrutscht. Und ganz wichtig auch, am besten noch so einen Default-Case, in dem jetzt in unserem Fall nichts passiert. Und das heißt einfach, dass wir ganz bewusst festlegen, was soll denn passieren, wenn in dieser Variable zufällig ein Wert drinsteht, den wir bei diesen ganzen Cases nicht beachtet haben. Also irgendwas anderes außer diese Tasten 1, 2, 3. Da habe ich auch einen Fehler gemacht und so soll es auch schauen. Und nochmal, dieser Switch Case ist nichts anderes als if event.getKeyCode ist gleich KeyPressedEvent VK1. Was soll passieren? Else if event und so weiter. Also so schaut es dann irgendwann in dem Code aus, den der Compiler aus diesem Code hier generiert.
Das ist nur für uns eine schönere Übersicht. Man kann es sogar noch schöner machen, das haben Sie gerade gesehen. Ich zeige Ihnen das hier einmal, indem wir den Verbesserungsvorschlag von IntelliJ benutzen. Es gibt nämlich noch so eine schöne, noch kürzere Schreibweise mit diesem File-Operator. Da wird einfach gesagt, wenn das hier der Fall ist, führe diesen Code aus. Also es ist noch eine kompaktere Schreibweise. Da ist dann automatisch auch dieses Break tatsächlich schon drin. So ist quasi die moderne Art und Weise, wie Sie so ein Switch Case in Java schreiben würden. Wir benutzen immer noch diese etwas ausführlichere Schreibweise, vor allem, weil Sie die in der Literatur, wie wir finden, die schon ein bisschen älter ist, immer benutzen. Aber damit sollte jetzt tatsächlich auch unser Problem mehr oder weniger schon gelöst sein. Ich probiere immer aus, ob das auch funktioniert. Ich führe den Code aus. Ich drücke auf 1 und Sie sehen, erster Kreis verändert sich, ich drücke auf 2, zweiter Kreis verändert sich und ich drücke auf 3 und dann verändert sich die Farbe vom dritten. Ich kann auch die Tasten gleichzeitig ändern und dann haben wir hier das Ganze auch nochmal mit Arrays ausprobiert. Jetzt wollte ich eigentlich noch das Ganze ein bisschen verbessern, aber wir sind schon wieder fast am Ende der Zeit. Ich zeige Ihnen trotzdem nochmal ganz kurz. Einen kleinen Vorschlag, wie Sie etwas, was wir auch schon mal benutzt haben, oder machen wir gar nicht, mag Sie jetzt nicht zu lange aufhalten. Ich gebe Ihnen nur einen ganz kleinen Tipp auf das, was Sie vielleicht selber mal ausprobieren könnten. Wenn Sie diese Aufgabe noch nicht bearbeitet haben oder zumindest nicht so bearbeitet haben, wie ich jetzt vorschlagen möchte, Sie könnten zum Beispiel sowas auch machen, anstatt so einem Array zu benutzen. Könnten Sie natürlich eine Array-Liste benutzen, das wurde ja auch schon vorgeschlagen. Aber was man auch machen könnte, wäre zum Beispiel eine Hashmap benutzen. Sie erinnern sich, eine Hashmap ist so eine Datenstruktur, wo wir Objekte mit Schlüsseln verbinden können und dann ganz gezielt zu denen hinfinden. Und man könnte sich ja zum Beispiel überlegen, wenn das hier ein, Moment, das ist ein Integer-Wert. Diese Konstante, dann könnte ich mir doch überlegen, ich mache mir eine Hashmap, die als Schlüssel ein Integer hat und als Wert ein Kreis. Und anstatt dass ich jetzt so einen Array benutze, mache ich in meiner Anwendung vielleicht eher sowas. Ich erstelle. Hier das mal ein bisschen aus. Ich erstelle mir eine Hashmap, New Hashmap, und dann füge ich in diese Hashmap die Kreise ein, zum Beispiel über diese Schleife hier. Das können wir einfach mal kopieren. Was ist das? I ist gleich 0. Da müssen wir hier einfach Vorschleife schreiben, die genau drei Elemente, drei Iterationen hat. Und dann kann ich mir bei, man kann sogar ohne Vorschleife machen, kann es Ihnen ja einfach mal in einem Beispiel zeigen. Ich füge ein neues Element in diese Hashmap ein. Ich benutze als Schlüssel den Wert, den ich später auch in diesem Key-Event bekomme, wenn eine Taste gedrückt wird, nämlich speziell die Taste 1. Und was füge ich ein? Einen neuen Kreis an der Position 40, Hälfte der Höhe, Radius, was war das? 30 und rot. Und mache das insgesamt dreimal, jeweils verbunden als Schlüssel mit der anderen Taste, mit einer der anderen Tasten, den X-Wert, den addieren wir, da addieren wir jetzt immer 70 drauf. Das machen wir jetzt einfach mal ein bisschen mit Magic Numbers. Und dann habe ich, anstatt ein Array zu benutzen, diese Werte in einer Hashmap gespeichert. Create Circuits-Methode brauche ich nicht mehr. In der Draw-Methode zeichne ich alle Werte aus dieser Hashmap, indem ich mir die Werte über diese Values-Methode ausgebe.
Und in meiner OnKeyPressed-Methode muss ich jetzt gar nicht mehr diese Switch-Dinger benutzen, sondern was ich tun kann, ist einfach die ChangeCircleColor-Methode aufzurufen. Und ich übergebe den Kreis, den ich rausfische aus meiner Hashmap, wenn ich. Moment. Wenn ich den Keycode, den ich von meinem Event bekomme, als Input verwende. Die Get-Methode macht ja nichts anderes, als in dieser Hashmap nachzuschauen. Gibt es dann ein Objekt, was mit diesem Wert als Schlüssel vergeben ist, verbunden ist? Und wenn wir diesen Schlüssel jetzt verwenden, um die Objekte beim Reinspeichern entsprechend zu kennzeichnen, dann können wir auf der anderen Seite auch genau den gleichen Schlüssel wieder verwenden, um die Werte rauszufischen. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so eine ganz tolle Lösung, aber es funktioniert, wie Sie sehen, und ist nochmal ein kleines Beispiel vielleicht für Sie, wie Sie auch eine Hashmap da zum Beispiel reinbringen können. Aber das probieren Sie am besten nochmal ein bisschen alleine aus, weil das ist jetzt eine sehr schnelle Erklärung nur gewesen. Aber für viel mehr haben wir heute auch leider keine Zeit mehr. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie noch dran geblieben sind. In der nächsten Woche haben wir noch ein letztes Thema, was dann auch wieder in der Zentralübung zu einer richtigen Anwendung führt. Da beschäftigen wir uns nochmal mit Dateien und wie wir mit denen umgehen können. Und dann machen wir hier auch wieder ein komplexeres Beispiel, was wir uns anschauen. Trotzdem nochmal für Sie der Hinweis, falls Sie es noch nicht gemacht haben, arbeiten Sie vielleicht auch, während Sie mit alten Klausuren arbeiten, gleichzeitig noch ein bisschen mit dieser Webseite, die wir für Sie vorbereitet haben, so praktisch ein bisschen ein paar Aufgaben auszuprobieren, ist bestimmt auch keine schlechte Klausurvorbereitung. Nein, das, was Sie dann dabei lernen, werden Sie sicherlich auch zur Beantwortung der Klausurfragen ganz gut benutzen können. Das soll es jetzt aber von mir erstmal gewesen sein. Vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Wenn Sie wollen, sehen wir uns nächsten Dienstag wieder in der Vorlesung und natürlich auch nächsten Dienstag dann nochmal in der Zentralübung. Bis dahin, haben Sie eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.